krass. Und Brandy Melville. Findest du Stil besser als Julia? 100%. 1 Million%. Mhm. Kann ich gerne machen, Greta. Coole Idee. Sehr cool. Freut mich voll, dass so viele so konstant heute im Stream sind. Also es sind eigentlich die ganze Zeit über 250 Leute drin. Das finde ich sehr cool. Hast du Glatze? Wie? Merch. Drop. One. Was? What? Der Ring mit den Steinchen ist aus der aus einer Boutique in Noordwijk, leider aus Holland. There's something called bra. Not for me. Luise Maria. I'd rather take my whiskey in. Ich habe mir Studien irgendwie ganz anders vorgestellt. Echt? Inwiefern? Sieht wirklich aus wie eine Katze. Ja. So ist das leider, wenn man nicht so einen tiefen Haarsatz hat. Musst du jeden Tag in die Uni? Nee. Also ich muss donnerstags nicht in die Uni, ich muss theoretisch montags nicht und freitags eigentlich auch nicht. Aber montags sind halt Vorlesungen und Tutorien sind ja freiwillig und eher zur Unterstützung so beim Lernen. Aber ich versuche da natürlich jetzt gehen. Habt ihr alle noch die Stickfrisur gesehen? Anscheinend nicht. Der Schalter sieht voll gut aus. Dankeschön. Wie macht man Freunde in der Uni? Ich habe auch nicht so viele Freunde. Also ich bin voll froh. Ich habe jetzt inzwischen 3 richtig gute Freundinnen gefunden. Also ich kenne die jetzt nicht so lange. Warte mal. Karl Megrau, das habe jetzt jeden Tag Anwesenheitspflicht. Ach du Scheiße. Das ist richtig eklig. Jeden Tag, also von Montag bis Freitag. Naja, auf jeden Fall, ich habe jetzt 3 so engere Freunde gefunden. Aber bei mir, also ich bin auch gar keine Uni-Maus. Also ich bringe mich da auch echt nicht so ein. Ich gehe nicht auf Uni-Veranstaltungen oder so. Leute, die Universität Rostock hat mich einfach nach Werbezwecken angefragt, aber ich mach das nicht. Fand's so lustig. Einfach das Asta-Team. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich glaube schon. Aber auf jeden Fall habe ich halt durch die Kurse einfach meine Freunde kennengelernt. Also die 2 von den Mädels sind auf mich zugekommen. Die eine habe ich einfach über Livestream angeschrieben und mit der bin ich jetzt echt gut inzwischen. Also ich habe mich erst, wir haben uns so 5, 6 Mal getroffen, aber wir waren auch schon zusammen feiern und so und das war richtig cool. Und die andere, mit der bin ich jetzt schon länger befreundet. Die ist aber auch die Freundin von einem Mannschaftskollegen von meinem Freund. Da sind wir eh connected so drüber. Ja. Aber mir fällt es auch schwer. Also ich brauche jetzt auch nicht so eine Riesengruppe. Nein, habe ich nicht, Lara. Aber ja. Hast du alle aus meiner Uni? Ich, das Ding ist, ich weiß halt nicht, wie die sind, weil ich mich nicht integriere. Hast du denn bei dir in der Uni so ein bisschen das, also merkst du Social Media in der Uni, Lilly? Weil ich schon. Nicht unbedingt jetzt krass negativ, aber im ersten Semester war das richtig lost. Da hat irgendjemand vor dem Seminar meinen Account rumgezeigt und das war richtig, richtig weird. Und sonst weiß ich halt einfach, dass viel drüber geredet wird, so, aber jetzt nicht negativ unbedingt. Also bei mir ist es jetzt in Ordnung, so, aber hast du da irgendwie Erfahrung mitgemacht in der Uni? Ja, ich bin auch noch sogar in der Uni. Das Urteil ist von Zara. Benutzt du Gel oder schon festiger Gel? Gel und Haarspray. Kannst du meine Freundin sagen? Hallo. Bei mir schon. So, wie kann man so eine sich so zeigt mir ziehen? What the fuck? Das ist so. Boah, keine Ahnung. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Krank. Ich finde aber deine Ulmner-Story ist eigentlich am schlimmsten, wirklich. Ich bin so froh, dass du ein Highlight und so darüber erstellt hast. Das ist so wichtig. Das ist so krank. Wo sind deine Haare hin? In einem Dutch. Ich lebe mit meinem Freund zusammen. Also 24/7 eigentlich. Wie ist die Hose von unten? Wie oft willst du mir das noch fragen? Irgendwie fehlt mir an der Uni so eine Freundesgruppe, höchstens Einzelner-Freunde. Ja, genau. Also Freundesgruppe habe ich auch nicht. Will ich jetzt auch gar nicht unbedingt. Also ich finde, ich bin nicht so der Freundesgruppenmensch, muss ich sagen. Also ich mag das so mal gern, so kleineren, aber ich bin gar kein Mensch für so 10 Leute oder so. Ich bin, also zum Beispiel jetzt gerade bin ich in so einer, sind wir in so einer Vierer-Kombi, aber jetzt, die kennen sich untereinander jetzt nicht so. Also ich bin mit 2 Mädels, die sind richtig close.
mit denen war ich jetzt auch am Wochenende feiern und dann halt noch eine gute Freundin von mir und wir sitzen halt zum Beispiel jetzt hinten zu viert so. Das ist ganz cool, aber so, ich bin nicht so der Typ auf Freundesgruppen, glaube ich. Ich hab da lieber so ein bisschen, aber ja, keine Ahnung. Ist der Lernstress arg viel mehr als in der Schule. Es ist halt bisschen chilliger in dem Sinne, weil du in der Uni es dir legen kannst, wie du willst. Also wenn du sagst, du willst 2 Monate nicht lernen müssen, dann lernst du 2 Monate nicht und dann wirst du halt geknechtet danach. Also es ist halt so, es kommt darauf an, was ihr für Lerntypen seid. Wenn ihr konstant gerne viel lernt, dann ist Uni eigentlich schon gut dafür. Vor allem mein Studiengang ist jetzt auch nicht der aufwendigste, sag ich mal. Ich glaube, bei Medizin ist es anders. Aber bei mir ist es zumindest so, dass es schon sehr entspannt ist. Also ich war jetzt auch erst im ersten Semester, ne? Also ich bin jetzt seit 2 Tagen im zweiten Semester. Ich kann da noch nicht so viel drüber sagen. Ich weiß nur, dass mein erstes Semester sehr entspannt war. Ich habe aber noch keine Prüfungsergebnisse. Deswegen kann ich euch noch nicht sagen, ob das entspannt oder so weitergeführt werden kann, was Klausuren angeht. Bist du auch in kein Seminar für Medienpädagogik gekommen? Doch, ich bin in dem... Bin ich gerade dumm? Ich war heute in